Bitte sehr. Sehr geehrtes Präsidium, liebe Damen und Herren, allein in den letzten 10 Jahren sind im Bezirk Neukölln die Zahlen der ordnungsrechtlichen Unterbringungen von 500 auf 3.500 gestiegen. Unterkünfte für Familien mit Kindern sind jedoch kaum zu finden. So wurden 2015, wie wir die Zahl gerade eben auch schon mehrfach gehört haben, allein 1.000 Kinder in Neukölln mit ihren Eltern behördlich, wie zum Beispiel in Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe, untergebracht. Gerade für diese Familien braucht Berlin schnellstmöglich gezielte Unterbringungskonzepte und Unterstützungsmaßnahmen im Rahmen aktualisierter Leitlinien zur Wohnungslosenpolitik. Einen Vorschlag dafür haben Sie ja jetzt sogar doppelt hier vorliegen, einmal von uns und einmal von den Linken. Genau, also ich meine, das zeigt ja auch schon die Notwendigkeit, wenn hier zwei Fraktionen unabhängig voneinander so ziemlich das Gleiche fordern. So, der aktuelle vorliegende Leitlinienentwurf muss noch bis... Entschuldigung. Nehmen Sie einen Schluck Wasser. Nein, ich halte es. So ist besser. Also, Entschuldigung nochmal. Vor Ende der Legislatur finalisiert werden. Es ist hierbei essentiell, dass wir auf das Expertenwissen von sachkundigen Trägern und Verbänden zurückgreifen. Diese Zusammenarbeit mit den beteiligten Fachverwaltungen auf Bezirks- und Landesebene ist dann klar in Kooperationsverträgen zu regeln, damit Berlin zur nächsten Kältehilfesaison mit der Umsetzung der aktualisierten Leitlinien durchstarten kann. Für uns ist es wichtig, dass Kinder gar nicht erst in die Situation der Wohnungslosen, des Wohnungsverlusts kommen. Dafür brauchen wir zum einen ausreichende, bedarfsgerechte und niedrigschwellige Informations-, Beratungs- und Hilfsangebote, die sich im Lebensumfeld der betroffenen Familien befinden, sowie großzügige Ermessensspielräume in den AV-Wohnen für die Übernahme der Mietkosten. Viele Räumungsklagen könnten schon abgewendet werden, wenn Haushalte mit Kindern in Wohnungsnotlagen rechtzeitig aufgesucht und beraten werden würden. Leider werden diese präventiven Hilfen nicht immer greifen. Darum brauchen wir für obdachlose Familien und Alleinerziehende eine kindgerechte Unterbringung mit Schutzräumen, die vor Gewalt und anderen Gefährdungen schützen. Dabei sollte diese Unterbringung möglichst in der Nähe des früheren Wohnorts liegen. Denn die betroffenen Kinder und Jugendlichen sollten weiterhin ihre Schule und ihre Kita besuchen können. Und in diesem Punkt ist ja selbst die CDU unserer Meinung. Auch die Eltern müssen die ihnen bereits bekannten Unterstützungsangebote im Sozialraum weiter benutzen können. Denn es ist niemandem geholfen, wenn man immer wieder nach neuen Unterstützungsmöglichkeiten suchen muss. Um entsprechende passgenaue Angebote erstellen zu können, müssen in den geplanten Berliner Wohnungslosenstatistik alle dafür wichtigen Daten abgerufen werden. In den vergangenen Wochen und Monaten sind zwar 24 Notunterbringungsplätze speziell für Familien in Charlottenburg entstanden, die jetzt auf die 30 erhöht werden sollen. Zudem wurde die AV Wohnen dahingehend geändert, dass bereits wohnungslose Haushalte die Mietrichtwerte um bis zu 20% übersteigen dürfen. Ja, das ist lobenswert, das ist eine erste Besserung, deckt allerdings nicht den schon lange bestehenden Bedarf und löst nicht die massiven Probleme, mit denen Wohnungslose und Transferleistungsberechtigte auf dem Wohnungsmarkt konfrontiert sind. Etliche Menschen, darunter viele Familien und Kinder, werden weiter durch das Raster des löcherigen Hilfesystems fallen. Hier müssen wir entschieden gegensteuern. Vielen Dank, Frau Kollegin Graf.